Herzlich willkommen, Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Ernst stammt 2. Wochenreflexion vom 12.06. bis 19.06.1994. Diese Woche wurde von den Männertagen geprägt. Sie waren sehr aufschlussreich für mich. Wir haben dort eingehend das Thema Vater behandelt. Ergebnis für mich, dass ich höchstwahrscheinlich doch ein Elterngespräch machen werde. Es ist doch noch einiges unausgesprochen. Am zweiten Tag sind wir auf einen Berg gewandert. Außer dass ich an meine körperliche Grenze gekommen bin, konnten wir eine super Aussicht genießen. Das Gefühl, das ich dabei empfand, kann man nicht mit dem vergleichen, was man mit Drogen erreicht. Dann am dritten Tag packte mich Heimweh nach dem Haus und der Michaela. Wobei ich nicht genau definieren kann, wohin es mich mehr zieht. Mir geht es gut und ich freue mich auf nächste Woche. Die Beziehungssperre allerdings kotzt mich total an. Jo! Was soll ich denn dazu sagen? Ja, Männertage waren halt, da sind wir nur die Männer alleine in die Berge gefahren, in so eine Hütte und haben dort halt Therapiearbeit gemacht, wenn keine Frauen dabei sind. Der Hintergrund ist das ganz einfacher. Wer schon mal in einer großen Gruppe unterwegs war, kriegt das sofort mit. Wenn Männer alleine unterwegs sind, verhalten sie sich ganz anders, sobald eine Frau dazukommt. Kippt die Stimmung. Einige verhalten sich komplett anders plötzlich und sind auch nicht mehr so offen oder ganz andere Themen und geht halt, ja, ihr wisst es selber, brauche ich nichts dazu sagen. Ich denke mal, wenn eine Frauengruppe unterwegs ist und ein Mann kommt dazu oder Männer kommen dazu, ist es genauso. Jetzt ist es so, dass wir da halt nicht da waren, so hatten die ihre Frauentage Zeit dort und mussten das Haus am Laufen halten. Und das war auch kurz vor den Männertagen genauso. Oder war es danach? Egal, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich da für mich erkannt hatte, dass mein Vater mit ein Grund war, wieso, dass ich überhaupt Drogen genommen habe. Ja? Jo, wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. In beiden Fällen würde ich mich aber über einen Kommentar freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht mit der Michaela. Es wird noch spannend, so viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin, peace out.